So, ich bin gerade wieder auf dem Weg zu einer Falle. Die hat heute Nacht um 13:30 ausgelöst. Wollen wir mal gucken, was da jetzt los ist. Ziemlich stürmisch gewesen und regnerisch heute Nacht. Immer gutes Wetter, um Raubwild zu fangen eigentlich. Kamera einmal einschalten. Dauerhaften Blitz. Da sind ordentlich Maden am Köder. So, was ist das? Ich würde mal sagen Marderhund. Kann ich nicht direkt, aber oh, doch muss ein Marderhund sein eigentlich. Sehr schön. Hier war ja vor 9 Tagen auch ein Marderhund drin. Die Falle fängt dies ja wie verrückt. Wahnsinn. So, wollen wir mal einen Abfang kommen mal da hinten vorstellen. Einmal festsetzen. So. Scharf stellen. Und dann schiebe ich ihn raus. So, dann wollen wir meinen Schieber schon mal ziehen. Mit ein bisschen Geduld ist er gesprungen. Kräftiges Exemplar. Zack. Ja, was haben wir hier? Ein Rüde. Der wird nicht von diesem Jahr sein. Sieht ein bisschen kräftig aus. Sehr schön.
So, dann wollen wir einmal in die Falle reingucken. Einmal den Schieber ziehen. Der ist freigängig, das ist schon mal gut. Gucken, ob die Wippe vernünftig auflöst. Jo, auch gut. So. Das Ei ist noch da. Was da drin war. Wie ihr sehen könnt, da liegt das Ei und der Köder ist ordentlich zersetzt von den Maden schon. Also das macht immer nichts, ne? Würde ich einmal reingucken, einmal fotografieren. Boah, das, die Falle stinkt jetzt sowas von dermaßen nach Marderhund. Eieiei. Das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Das kann so bleiben. So, dann wollen wir einmal den alten Aufbruch da rausholen. Köder war Rehwildaufbruch und ein Ei. Das Ei ist noch hier. Das werde ich gleich hier vom Eingang einmal auseinandertreten noch. Darf nicht ganz bleiben. So, und jetzt ist hier der Aufbruch. Uiuiui, das ist aber schon. Da sind ordentlich Maden. Mal alles rausfischen hier. Auch noch was. Dann brauche ich erstmal einen Stock, um die Ablauflöcher frei zu fixen. Die sind nämlich ordentlich verdreckt. So. Noch ein bisschen was rausnehmen. Und gut. Kommt neuer Köder rein. Ich packe auch wieder ein Ei rein. Und ich nehme auch wieder Rehwildaufbruch als Köder. Achso, ich hatte noch ein bisschen Fischsud hier. Ich hatte noch zu Hause Fisch gegessen und dann kann man noch gut den Kram hier. Die Soße kann man noch gut in die Falle reinmachen. Das gibt schöne Witterung. Und Fisch ist aber auch immer ein guter Köder eigentlich. So. Die Dose stelle ich noch hier hin, das riecht auch noch ein bisschen. Den Löffel noch einmal. So, Rehwildaufbruch. Ausrichten und gut, kann so bleiben. Müll wieder mitnehmen.
Deckel rauf. Schieber rauflegen. Zack. Sicherung entfernen. Zack. Ah, die ist schon ziemlich stramm, die Falle, muss ich sagen. So wird sie noch strimmer. So ist sie jetzt ziemlich leicht. So. Gut, Melder ran. Deckel zu. Sollte ich gleich einen Anruf kriegen? Jo. Wegdrücken. Und gut. Das war's dann auch schon wieder. Bis zum nächsten Fang. Ciao.